Heute geht es um 10 Parfum-Fehlkäufe, die ich persönlich bereue und wo ich sagen muss, das hat sich meiner Ansicht nach nicht mal im Ansatz gelohnt. Oder das sind Düfte, die ich sehr schnell wieder verkauft habe, weil ich gemerkt habe, dass sie für mich persönlich nicht so gut funktionieren. Und ich bin natürlich schon sehr gespannt, über deine Parfum-Fehlkäufe zu lesen. Und wir fangen auch gleich an mit einem Duft, der euch wahrscheinlich schockieren wird, dass er hier auf dieser Liste ist. Und zwar ist das der Tony Iommi Monkey Special von Serjoff. Und zwar nicht die normale Version für 200 Euro, sondern tatsächlich die limitierte, kristallsignierte Variante von dem Tony Iommi, also dem Black Sabbath-Gitarristen, und auf der anderen Seite dem Sergio Momo, also dem Serjoff-Gründer. Und das ist natürlich etwas, was dem einen oder anderen wehtun wird, weil ich ein großer Fan von Serjoff bin, wie ihr natürlich auch. Aber ich muss ehrlich sagen, ich würde mir niemals mehr einen limitierten Flakon kaufen, wo ein paar Swarovski-Kristalle und eine Unterschrift drauf sind, der dann aber mehr als das Doppelte kostet. Ich hatte mir den extra geholt, damit ich ihn euch vorstellen kann, weil ich so scharf war auf den Duft. Und um ehrlich zu sein, ist der Duft einfach eine geile, geile Kiste. Also ein super geiler, dunkler, ledriger, alkoholischer, tabakartiger Duft. Mit Abstand der dunkelste und Bad Boy-artigste Duft, den Serjoff überhaupt anzubieten hat. Aber dafür das Doppelte zu zahlen, dass da so ein paar Plastikkristalle drauf sind, oder vielleicht ist es auch Glas, ich weiß es nicht, aber ich sehe das einfach nicht ein. Vor allen Dingen war die Verarbeitung von dem Flakon jetzt auch nicht so super crazy gut. Also die waren da auch jetzt nicht so alle 100% irgendwie symmetrisch angeordnet. Diese Swarovski-Dinger fand ich bei dem jetzt ein bisschen schwierig. Deshalb würde ich immer empfehlen, für 220 oder 230 Euro oder was der jetzt inzwischen kostet, einfach die normale Variante zu holen. Das ist ein grandios guter Duft. Haltbarkeit über 24 Stunden. Für um die 200 Euro auf jeden Fall einer der geilsten Düfte, die man sich holen kann. Da lege ich wirklich meine Hand für ins Feuer, dass das wirklich einer der geilsten Düfte ist, die man sich holen kann für das Geld. Aber ich würde einfach diesen limitierten Flakon nicht mehr holen. Das war also wirklich ein Fehlkauf und ich habe den auch dann ja einigermaßen gut wieder quitt bekommen können, habe aber trotzdem 100 Euro Verlust gemacht und das tut dann natürlich weh. Dann als nächstes auf dieser Liste der Mandala von Musk Milano. Ein Duft, den ich mal eingetauscht hatte und der eigentlich ein sehr, sehr schöner Weihrauchduft von Christian Carbonell sein soll. Das war für mich ein Blindkauf und für mich hat sich dann leider nach dem ersten Tragen herausgestellt, dass ich so gar nicht gut auf diesen Duft reagiere. Also irgendwie hat er auch nicht besonders gut gehalten und er hatte für mich einen sehr aggressiven, würzigen Twist. Und da muss ich sagen, gibt es natürlich deutlich bessere Alternativen, zum Beispiel den Berserker von Marc Gebauer, der auch von Christian Carbonell kommt, auch ein Weihrauchduft ist, ewig lange hält und aber auch einfach, finde ich, eine schönere DNA hat. Deshalb hatte ich den Mandala von Musk Milano sehr schnell wieder verkauft. Dann darf auf dieser Liste natürlich nicht fehlen mein erster Parfum-Blindkauf ever. Und das ist nicht der Tom Ford Oud Wood. Das wäre tatsächlich mein erster Parfum-Blindkauf ever gewesen. Nee, sondern mein zweiter Parfum-Blindkauf ever war tatsächlich der New York Musk von Bond No. 9. Also ein knatschgrüner Flakon, der so ein fruchtiger Moschusduft sein soll. Und da ist nicht das Problem, dass ich diesen Duft nicht mochte. Denn ich mochte ihn tatsächlich sehr, obwohl er, glaube ich, eine Bewertung von 5, irgendwas auf Parfum hat, also nicht besonders beliebt ist. Ich mochte diesen Duft sehr, aber ich habe ihn leider zum Originalpreis gekauft, was für 350 Euro Blindkauf einfach ein bisschen schwierig war. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe den damals auf Klarna finanziert, würde ich heutzutage einfach nicht mehr machen, weil das einfach keine gute Idee ist, Konsumschulden aufzubauen für Düfte. Hätte ich damals schon Parfumo gekannt, hätte ich mir sicher einfach irgendwo eine Abfüllung gezogen, den so getestet, aber das war auf jeden Fall für mich auch ein Blindkauf. Dann machen wir weiter mit dem Oud Infini von Ducita. Für mich persönlich einer der spannendsten Oud-Düfte, die es gibt, wenn man ihn auf dem Teststreifen riecht, denn da ist es einfach ein super animalischer Jasmin, gepaart mit einem super animalischen Oud, also einfach der Schweizer Käse zum Aufsprühen. Ich fand das von Anfang an irgendwie spannend und ich fand, der Duft hatte irgendwas. Vor allen Dingen hat er sich auf dem Teststreifen nach 2, 3 Stunden dann deutlich gelichtet und wurde plötzlich voll schön. Und dann dachte ich, geil, den bestelle ich mir jetzt als Flakon, habe den auf meiner Haut aufgetragen und was soll ich sagen, nach 3 Stunden war der weg. Und ich weiß nicht, was das ist, weil eigentlich sollte dieser Duft sehr stark sein und sehr lange halten. Aber ich habe die Erfahrung bei vielen Ducita-Düften gemacht, dass die einfach auf meiner Haut nicht so lange halten. Ich hatte die Marke ja auch zwischendurch in meinem Shop, das war auch
auch für mich ein Problem, weil ich kann die natürlich nicht guten Gewissens empfehlen, wenn ich sie selber nicht tragen kann. Das ist einfach so, sondern ihr verdient hier eine ehrliche Meinung und deshalb ist die Marke auch ganz schnell wieder aus meinem Shop verschwunden. Ja? Und Outre Infini hat für mich deshalb nicht so gut funktioniert. Ich habe dafür auch relativ viel bezahlt, weil der einfach inzwischen nicht mehr hergestellt wird oder nicht mehr so verkauft wird und deshalb hatte ich dafür, glaube ich, über 300 Euro ausgegeben. Würde ich heutzutage aber auch nicht mehr machen, weil das für mich einfach ein Fehlkauf war. Dann kommen wir als nächstes zu einem Duft, den ich gekauft und nie getragen habe und das ist der Fondant Tarantio von Boys, genau, von Boys 1920, glaube ich, oder 1940. Naja, auf jeden Fall diese italienische Nischenmarke, die ganz, ganz viele verschiedene Düfte in ihrem Angebot hat. Und ich habe diesen Fondant Tarantio, weil das eine limitierte Edition ist, habe ich den irgendwo im Ausverkauf in einer Parfümerie mal mitgenommen mit 30% Rabatt. Habe mich riesig gefreut, weil ich mir dachte, geil, endlich ein Duft, der riecht wie Softcake, denn genauso soll dieser Duft riechen. Und ich habe aber dann in der Realität nie einen Anlass gefunden, diesen Duft zu tragen, weshalb ich den Flakon zwar ausgepackt, aber nie gesprüht habe und den dann einfach ein halbes Jahr später oder so einfach wieder auf Parfumo vertickt habe, weil das für mich einfach nicht keinen Anlass gegeben hat, diesen Duft zu tragen. Ich hatte übrigens auch noch einen zweiten von dieser limitierten Reihe. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber den hatte ich eben auch in der Sammlung und den habe ich auch nicht getragen. Also zwei Düfte gekauft, ausgepackt, nie getragen, wieder eingepackt und wieder verkauft, weil das einfach für mich keinen Anlass gegeben hat, diese Düfte jemals zu tragen. Auch wenn ich sie künstlerisch eigentlich immer sehr, sehr spannend fand. Dann als nächstes den Nexine von Tower Perfumes. Für mich persönlich ein sehr geiler Duft. Da bin ich auch wieder komplett dem Marketing zum Opfer gefallen, weil es ein limitierter Duft ist, der nur auf 1000 Stück limitiert worden ist. Und dieses Parfum habe ich mir dann auch im Resell gekauft, weil ich nicht schnell genug war, denn der war ruckzuck ausverkauft. Und für mich persönlich, was soll ich sagen, ist es einfach ein seifiger Duft. Also es ist so ein seifiger Duft, der geht so ein bisschen in Richtung von einem Kuros von Yves Saint Laurent, aber auch nicht so wirklich und haltbarkeitsmäßig war da auch nicht so viel am Start. Also für mich persönlich einfach kein so geiles Release und vor allen Dingen kein Release, was ich jetzt irgendwie als Limited Edition unbedingt brauchen würde. Deshalb habe ich den an dieser Stelle auch wieder verkauft und war für mich wirklich ein Fehlkauf, weil ich habe ihn, glaube ich, insgesamt nur einmal getragen, hatte ihn ja da rumliegen und dachte mir dann so, ja, nee, komm, lass mal gut sein, das Ding kann auch wieder weg. Genauso übrigens bei dem Fugazi gut. Bei diesem Duft ist es ganz besonders spannend, weil ich ewig die Marke testen wollte. Die war damals bei einem anderen Distributeur in Deutschland, als sie heute ist. Und ich fand die vom Marketing her total geil. Also ich war letztes Jahr auf der Messe in Mailand. Da hatten die einfach so ein Flugzeug aufgebaut. Also du konntest dich dann da hinsetzen, hast Shampoo serviert bekommen, wie in der ersten Klasse und so. Und das war alles voll nice, weil das war mit Abstand der geilste Stand, den die auf der Messe überhaupt irgendwie hatten. Also ansonsten hast du halt super ganz normale Messestände und die hatten da einfach so ein gottverdammtes Flugzeug stehen. War schon sehr, sehr cool. Das heißt, ich fand die Marke am Anfang schon immer sehr, sehr geil, nur leider hat sich der Distributor, den die damals hatten in Deutschland, nicht so klug angestellt und hat auch irgendwie nicht geschafft, dass die Marke irgendwo wirklich relevant wird. Ja? Und dann hatte ich angefragt, hatte mir Düfte da angefragt, weil ich wollte es unbedingt testen und ich wurde einfach komplett geghostet von denen. Deshalb habe ich mir den Gut dann selber gekauft. Muss aber ehrlich sagen, das ist einfach nur so ein Ombre Nomade-Abklatsch von Louis Vuitton. Es gibt einen sehr, sehr geilen Duft dazu als Alternative übrigens. Lass mich den mal gerade aus dem Nebenraum holen. So, das ist tatsächlich dieser hier, der Recent Man von Mystery Modern Marque. Für mich persönlich die Ombre Nomade Alternative 2.0. Für 160 Euro, Ombre Nomade zahlt man 380 und für den Gut zahlt man, glaube ich, auch 250 für 50 Milliliter. Das heißt, ihr bekommt hier wirklich für einen Bruchteil vom Geld, für ein Drittel fast, oder ich glaube sogar bei dem Gut ist es ein Drittel vom Geld, bekommt ihr hier einen Duft, der fast genauso riecht und der vor allen Dingen eine Haltbarkeit hat von 12, 14 Stunden und länger. Deshalb würde ich immer diesen Duft empfehlen und niemals sowas wie einen Gut von Fugazi. Und ich habe den auch dann irgendwann wieder verkauft mit einem deutlichen Minus, weil ich mir einfach gedacht habe, hey, weißt du hast so einen geilen Duft zu Hause stehen und ja, das hat einfach für mich dann an der Stelle keinen Sinn gemacht. Also wenn ihr noch eine Ombre Nomade Alternative sucht, gerne mal in die Beschreibung schauen. Da werde ich den Mystery Modern Marque auf jeden Fall verlinken. Wir kommen zu dem drittletzten Duft auf dieser Liste und das ist der Duft Kanja von Oman Luxury. Ich hatte mir diesen Duft irgendwann mal angeschaut bei einem sehr guten Kumpel von mir, bei dem Rahul hier in München und er hat mich komplett auf diesen Duft gehuckt. Also ich habe den getestet. Das war ein super geiler Oud-Duft mit
so leicht animalischen Noten, einer wirklich schönen Orientalik, geile Gewürze mit drin, geile blumige Noten, super komplex, super vielschichtig. Und dann habe ich ihn mir eben secondhand gekauft für sehr, sehr viel Geld. Und ich habe mal wieder festgestellt, dass er auf meiner Haut leider keine Haltbarkeit hat und vor allen Dingen irgendwie so einen sehr unangenehmen animalischen Touch auf meiner Haut hat. Es gibt also auch Düfte mit Oud, die auf meiner Haut nicht funktionieren. Und selbst ich habe irgendwo auch den Punkt, dass manchmal Düfte einfach zu animalisch bei mir werden. Und deshalb habe ich den dann auch wieder verkauft. Und ich warte seitdem wirklich auf eine Chance, mir den Zafar zu holen von Oman Luxury, weil der wirklich einer der geilsten, eleganten Düfte ist, die ich mir vorstellen kann. Also wenn ich dem Haus noch eine Chance geben soll und ihr verkauft zufällig einen, schreibt mir doch gerne eine Nachricht auf Insta, dann werde ich dem gerne mal nachkommen und euch den auch sehr gerne abnehmen. Der vorletzte Duft, Dolce Passione von Profumum Roma, nee, von Pantheon Roma, genau. So, die heißen ja auch alle irgendwie gleich, diese Dinger. Naja, auf jeden Fall Dolce Passione für mich. Ein Duft, den ich durch den Duftbunker, glaube ich, damals getestet habe. Also wir hatten da irgendwie mal einen Stream. Und da hat er mir den gezeigt und ich fand den total hammergeil auf dem Teststreifen. Hab ihn mir dann bestellt und was soll ich sagen, einmal getragen, direkt wieder verkauft das Ding, weil es einfach auf meiner Haut viel zu intensiv und viel zu würzig und einfach zu viel war. Also man hat teilweise das Problem bei Düften, wenn die zu hoch konzentriert sind, dass dann bestimmte Duftnoten einen einfach überfordern. Da gibt es auch ein gutes Beispiel von Marc Gebauer zum Beispiel, den Arabian King. Ich weiß, viele von euch mögen den und es ist auch sicher ein sehr, sehr nicer Rose-Oud-Duft. Aber für mich hatte der auch etwas Überforderndes, weil der einfach bei 50% viel zu viel Parfumöl hatte, verglichen mit dem Alkohol. Und ich vermute, dass bei dem Dolce Passione etwas Ähnliches passiert ist, weil diese haselnussigen, rauchigen Noten mir einfach zu viel waren. Also es hat mich wirklich überfordert und ich muss auch ehrlich sagen, bis dato habe ich noch keinen von Pantheon Roma gehabt, der mich so wirklich abgeholt hat. Also wirklich eine Marke, die mich persönlich jetzt noch nicht so begeistert hat. Den Dolce Passione hatte ich mir gekauft, habe ihn dann auch schnell wieder verkauft und ja, insgesamt die Marke ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend. Auch die Umverpackung hat mich nicht so abgeholt, weil da hat sich irgendwas gelöst und so. Und deshalb, ja, hatte ich den dann eben auch schnell wieder dran gegeben. Damit kommen wir aber zum letzten auf dieser Liste und das ist ein Franzose. Ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht kennt. Das ist jedenfalls der Ombre Doré von Maître Parfumeur et Gantier. Eine super, super nischige Marke, die es, glaube ich, aktuell nur bei Heudorf in Stuttgart gibt. Zumindest von den Parfümerien, die ich regelmäßig besuche. Und der Ombre Doré, nee, bei Parfümerie Liebe gibt es das auch noch, genau. Also Liebe in Hannover und Stuttgart, Heudorf haben diese Marke. Und Ombre Doré ist ein super, super trockener, holziger, ambrierter Duft. Die haben irgendwie 3 oder 4 Amberdüfte und ich war ein großer Fan von dem Ombre Précieux Ultime. Das ist ein anderer Duft aus dieser Reihe. Und dann wurde mir eben der Ombre Doré empfohlen, weil der noch trockener, noch ambrierter und noch langanhaltender sein sollte. Mit dem Ergebnis, dass der auf meiner Haut nicht mal 2 Stunden gehalten hat und der Ombre Précieux Ultime an dieser Stelle 14, 15 Stunden. Und da war ich wirklich enttäuscht, weil ich habe den zum Originalpreis gekauft, habe mich auf die Verkäuferin verlassen, weil ich konnte ihn vorher nicht ausgiebig testen. Ich habe mir das nämlich in Paris gekauft. Hier in Deutschland hätte ich den natürlich erstmal in Ruhe auf meiner Haut getestet, wäre dann nochmal wiedergekommen, was ich grundsätzlich euch auch immer empfehle zu machen. Aber ja, in Paris war das eben nicht möglich, weil wir da wieder abgereist sind. Und dann habe ich gedacht, komm, pack ein. Und es war aber einfach wirklich ein Fehlkauf, weil der nach 2 Stunden wieder weg war. Allgemein aber eine sehr coole Marke für Vintage-Fans. Also wenn ihr euch für diese Oldschool-Parfümerie begeistern könnt, dann ist Maître Parfumeur et Gantier auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Marke. Also gerne auch mal bei Liebe oder bei Heudorf vorbeischauen, um euch diese Marke einmal anzuschauen. Das war's heute mit meinem Video zu den Top 10 Fehlkäufen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass es natürlich nicht heißt, dass diese Düfte irgendwie schlechte Düfte sind, dass man die nicht testen sollte, aber es waren einfach Düfte, die für mich nicht funktioniert haben und deshalb schreibt mir doch gerne heute mal euren Fehlkauf in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr so an Fehlkäufen getätigt habt. Das war's dann mit diesem Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.